sich das vorstellt, im Mittelalter haben hier schon die Prämonstratenser gestanden, dann merkt man einfach, dass dieser Dom bis heute eine Aura hat. Der Dom ist 1150 bis 1170 gebaut worden und 1170 geweiht, also vor 850 Jahren, und damit die älteste Kirche im Nordosten Deutschlands. Und der Dom ist natürlich eine Prämonstratenserkirche, das heißt, dass die Prämonstratenser hier vor 850 Jahren auch den Dom mit geweiht haben. Der Zwiespalt bei den Prämonstratensern hier in Havelberg, wie auch in Brandenburg und Ratzeburg, war eben, dass es einerseits ein Orden war, der sich der Augustinusregel unterwarf und sehr bescheiden lebte, andererseits repräsentative Funktionen im Sinne des Domstifts hatte und damit natürlich auch nach außen repräsentativ wirken musste. Deshalb wurde der Dom reich ausgestattet. Und das Kloster blieb aber im Gegensatz dazu doch eher bescheiden ausgestattet. Die Prämonstratenser kamen siebenmal am Tag und einmal in der Nacht hier in den Dom zu den sogenannten Stundengebeten, die sie hier im Chorgestühl durchführten. Es war im Grunde genommen ihr Arbeitsplatz im Mittelalter, so könnte man das ausdrücken. Also das Stundengebet war eine Mischung aus Psalmen, Hymnen, Gebeten, Lesungen, und je nachdem, welche Tageszeit, also Primen, Terz, Non, so hießen die Stundengebete, und sie haben sich hier in das Chorgestühl hineingestellt, zum Gesang gesetzt, zur Lesung gekniet, zum Gebet. Und dieser Wechsel aus Stehen, Knien, Sitzen war ganz gut möglich hier. Die Inhalte der Gebete richteten sich nach diesen entsprechenden Stundengebeten und waren vorgeschrieben. Es gab also die Psalmen, die entsprechend im Brevier oder auch in diesen Messbüchern verzeichnet waren. Aber das ist schwer zu sagen, zu welcher Zeit was es gibt. Aber eben auch das Vaterunser zum Beispiel, das ist auch einmal am Tag vorgesehen. Wir wüssten selber gern, wie viele Prämonstratenser hier waren. Wir haben hier ein Chorgestühl, das alte von 1280 mit 12 Plätzen. Wir wissen aber, dass es auch etwas mehr waren. Also wir haben keine genaue Angabe, wie viele Prämonstratenser hier waren. Da geben die Quellen nicht genügend Auskunft. Schade eigentlich, aber so 20, 30 werden es etwa gewesen sein. Also wir haben im Grunde genommen ein Chorgestühl auf der Südseite mit 6 Plätzen, ein Chorgestühl auf der Nordseite mit 6 Plätzen. Und so waren die Prämonstratenser oder standen die Prämonstratenser sich gegenüber und konnten dann diese Antiphone, die Wechselgesänge in der Gregorianik entsprechend gut hier bringen. Und die Akustik des Domes ist einfach hervorragend für diese Gesänge. Das merkt man immer wieder, wenn solche Konzerte hier mal im Dom sind.